So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem in der nächsten Folge FIFA 21, unsere dritte hier gesagt mit dem FC Schalke. Letzte Folge haben wir das DFB-Pokalspiel gut überstanden mit dem 5-1 gegen Braunschweig und heute geht's los mit dem ersten Transferangebot für Harit. Wie gesagt, ich möchte den Umbruch gerne haben, obwohl er wirklich am Wochenende sehr, sehr gut gespielt hat. 3 Vorlagen, ein Tor gemacht. Also in der Realität jetzt hier würde er gehen, das ist klar. Wir müssen nämlich ein bisschen wieder uns da vorne arbeiten. Wir sind, wie gesagt, momentan nur auf P9. Das ist nicht gut. Aber schauen wir mal. Nächstes Spiel ist gegen Saarbrücken, gegen den Tabellen-10. Okay. So, da ist wieder ein bisschen Kohle, irgendwas reingekommen. Harit ist weg, ja. Ist nach Valencia gewechselt für 20,6 Millionen. 15,5 geht auf unser Transferbudget. Das ist immer gut, das ist gutes Geld. So, und ich hatte irgendwo tatsächlich noch ein paar Transfertipps gelesen. Bevor ich das jetzt mal irgendwie komplett vergesse, falls wir unseren Kader noch ein bisschen aufbauen wollen. Ich muss jetzt mal nur gerade reingucken, wer das so war. Oder was das so war. Okay. Ich probiere mal gerade so ein bisschen. Ich gehe jetzt eure Namen tatsächlich, die mir vorgelegen sind, habt, vor. Das sind ein paar einige Namen jetzt. Der erste Name ist Kayode. Ich hoffe, dass, also richtig, dass ich ihn richtig ausspreche. Ja, Joshua Kayode von Carlisle United. Ist auch nur verliehen. Das heißt, den kriege ich definitiv nicht aus Wasserheim weg. Das heißt, ich gehe mir tatsächlich mal in den Transfer in das Ding. In die Castrop. Das sind teilweise bis auf ein, zwei Namen, die wirklich viel, nicht viel sagen. Heißt der, dann wird er wahrscheinlich mit einem A geschrieben. Ne. Magnus. Gucken wir mal, ob wir den kriegen. Aber der, ob der. Ne, den Spieler gibt es leider nicht. Sorry. Wundert mich, dass der nicht. Wahrscheinlich irgend so ein Jugendspieler. Knauf. Oh, mal gucken, ob ich. Aber ein paar Leute finden Ansgar Knauf. Der ist es, 18 Jahre alt. Okay, das wird schwierig, werden den wahrscheinlich aus Dortmund loszueisen. Der. So, Bakir, Ala Bakir, warum auch nicht. Wie gesagt, das sind Namen, die mir nicht wirklich sagen. Aber er ist das hier. Ebenfalls vom BVB. Ach Gott, es wird lustig, wenn die aus Dortmund losreisen. Hasebe, ZDM, ja gut, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Reinigung. Fuchs wird wahrscheinlich nicht kommen. Der steht nämlich auch noch in der Liste drin, aber. Ajax. Quatsch, AZ. Alkmaar. Und Bialek aus Wolfsburg wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Ich gehe die Namen mal mit. Bartosz Bialek, 18 Jahre alt, vom VfL Wolfsburg. Pole. So, der nächste Name, der noch durchgeht, ist Paderborns Strelimamba. Soll gar nicht so teuer sein. Ja, 2,2 Millionen nur.
So. Gut, das sind eure Namen, diese eure Transfervorschläge. Ich gucke mal, dass ich die jetzt mitgehen kann. Eventuell gehen wir heute ein bisschen mehr auf Transfers wieder ein. Nach den letzten beiden Spielen. So, gehen wir mal auf Transferzentrale. Die Namen sind ein paar Namen dabei. Die werde ich definitiv nicht kriegen. Die drei, zumindest nicht jetzt. Versuchen wir es mal. Ja, den möchte ich gerne, den Transfer möchte ich gerne durchziehen. Kaufvorschlagen, auch denke ich durch den Transfer. Du hast wahrscheinlich keine. Ah, wenn da geht nicht, okay. Bialek kommt auch nicht. Und Strelimamba ist schon. Ah, okay, die vier, einige Namen, die kriege ich noch nicht so wirklich jetzt. Die kann ich wahrscheinlich im Winter dann versuchen zu verpflichten. Versuche ich dann natürlich auch. So, erstmal gehen wir den Transfer-Deal mit Ansgar Knauf durch. 18-Jähriger vom BVB. Wahrscheinlich eh von der zweiten Mannschaft. Oder ich glaube, ich spiele, glaube ich, in Liga 4. Aber mal gucken, ob wir die drei Transfers durchkriegen. Und danach sehen wir uns das Spiel gegen Saarbrücken noch an. Also, das kriegen wir heute auf jeden Fall noch an. Alles in die Folge. Keine Sorge. So, Teamrolle beginnen. Du gehst auf jeden Fall eher auf Rotation. Nur die Frage ist, ob ein Dortmunder zu uns kommen wird. Beide schon alles vorgekommen, klar. So, der Vertrag soll im Idealfall erstmal so. Gehe ich mal auf 4 Jahre. Gut, er sagt es in Ordnung. Ich gehe übergebe mal die Freigabesumme. So, Gehalt. Einstiegsbonus 20.000. Ich gehe mal mit, ob das so funktioniert. Und damit ist der erste der Jungs da. Dann versuche ich mir das Ding hier mal zuzumachen. Der soll sehr gut sein. Hat auch in der Bundesliga durchaus überzeugt. Ich bin momentan mit Paderborn in Liga 2 und ich hoffe, dass ich ihn jetzt für die dritte Liga auch begleiten kann. Und dann hätte ich zumindest einen Top-Mittelfeldstürmer, also einen Top-Ersatzstürmer. Vor allem gerade für die linke Seite. Wenn er da spielen will. Kann. Aber Spielmann gefällt mir auch nicht so wirklich momentan. Das war jetzt zum letzten Spiel eine Vorlage gemacht, aber naja, mal schauen, was drin ist. Gut, 3-Jahres-Vertrag, das kann ich auch mal zumachen. Ich skippe das gerade nur ein bisschen. So, akzeptiere ich. Was? Wir wollen 200. Scheiße, nein, 200 Millionen, ach Gott, ey. Ja, da bin ich wieder. Das habe ich wieder ein bisschen zu lange gedauert. Ah, ist egal. Scheiße, ich muss diese Trotz. So, schreibe die Mama ist durch. Aber das lässt mich jetzt gerade wieder ärgern, dass diese Freigabesumme drin ist für 2,5 Millionen gerade mal. Wenn der wirklich einschlägt, wechselt der für einen Schnäpperpreis oben nach in die Bundesliga. So, und Bug hier, ja. So, wir bleiben natürlich in dem Restaurant. Der nächste Spieler kommt noch.
Du kriegst auf jeden Fall eine Rotation rein. Wie gesagt, es gibt die. So, der Vertrag soll wieder 4 Jahre laufen, wie bei dem anderen Talent auch. Ja. Freigabesumme möchte ich übergehen. Das kann man zumachen und damit ist das der nächste Transfer unter Dach und Fach. Dann haben wir nochmal 3 Neuzugänge geholt. So. Gut. Wir gehen mal kurz in die Teamzentrale rein. So, Kutucu spielt in Bournemouth, okay. Ja, sind einige dabei noch, die... Ja, ich glaube, ich kann nicht die Nummern einfach auch lassen, so wie sie jetzt momentan ja sind. Ich gehe nur mal kurz irgendwie auf die... Warte mal, Platte kann nur Stürmer, okay. Gaudino gefällt mir mal gar nicht momentan. Das war ein Transfer, der sich definitiv von mir nicht gelohnt hat. Das ist klar. Ja, so passt es. Ja, möchte ich so speichern, wie das ist. Ich glaube, ich kann versuchen, dich mal auf links Mittelfeld umzuschulen. Das geht ja auch. Man muss gerade gucken, wo war das? War das für Spieler bearbeiten? Ne, was nicht, ne? Ich kann theoretisch Spieler bearbeiten, aber. Oder geht das hier? Und wenn ich auf die Spieler selber gehe? Oh, Anweisungen. Warte mal, Kapitän mache ich. Kapitän ist klar, Kolasinac, den will ich gerne behalten. Auf der Position. Warte mal, Mamba kann er mal so lassen. Gut. Ja. So. Aber war das noch? Wo war das noch? Irgendwo habe ich es mich gelesen gehabt. Muss ich nochmal gucken. Das ging irgendwo, dass man sagen kann, der Spieler soll auf jeden Fall die Position noch irgendwo lernen. Gut. Dann gehen wir mal rein ins Training. Wir haben noch das Spiel gegen Saarbrücken vor uns. Romagnoli für 59,4 Millionen nach Dortmund. Gut, die haben jetzt ein bisschen Kohle von uns noch gekriegt. Und wir gehen ins nächste Ligaspiel rein. So, schauen wir mal, ob wir es mit der neuen Mannschaft hinkriegen. Ups. Na, ist nicht gut. Na egal, ist auch Wurst. So, nächstes Spiel, Ligaspiel Nummer 4 gegen
Saarbrücken. Und Mama, der ist gut drauf. Der hat im letzten Spiel auch 3 Tore gemacht, aber nicht für uns, sondern für seinen ehemaligen Arbeitgeber aus Paderborn. Und deswegen ist er jetzt bei uns für nur gerade mal 2,5 Millionen. So, auf geht's. Momentan Tabellenführer unter Haching und wir nur auf 9. Wir müssten heute gewinnen, um zumindest auf 7 Zähler zu kommen. Dann wären wir gut dabei. Aber wir haben schon ein bisschen einen Abstand nach oben. Da ist er, der Neue mit der Nummer 17. Soll heute auf jeden Fall für ein bisschen Betrieb außen sorgen. Und wir wollen unseren ersten Auswärtssieg heute holen. Der einzige Sieg bisher zu Hause. So, und jetzt geht's gleich los, das ist die Aufstellung hier. Und da kennt man auch so ein paar Namen. Tatsächlich, also zumindest auf der Bank. Klar, bei uns. Hoffe ich mal. Vielen Dank, wir legen los. Ich hoffe, dass wir da mit der Mannschaft jetzt ein bisschen was reißen können. Wie ist der Neue dabei? Fahne drin natürlich, klar. Erstmal Felix Platte, der ja schon wieder 5 Saisontore hat. 4 Saisontore, Entschuldigung. Ja, meine Mama tut's mir, könnte es mir tatsächlich wehtun. Bei Gaudin habe ich auch am Anfang gedacht, oh, die scheiß Freigabesumme, die habe ich einfach, war ich ein bisschen zu schnell mit dem Skippen. Aber jetzt auf einmal nicht. Da, jetzt tut es mir nicht weh. Jetzt können sie mir den gerne wegkaufen, weil wenn ich bin groß überzeugt, hat er bisher nicht. Platte. Mamba, das würde Freistoß geben. Und da ist die nächste erste Chance, aber der Torwart verhindert schon jetzt nach frühen 8 Minuten das 0-1. Ball kommt sich an. Gut. Jetzt kommt der Ball. Kumlamski, der ja gegen Braunschweig traf und hier Vorlage macht. Der 0-1, 12. Spielminute. Und natürlich Felix Platte. Wer auch sonst momentan. Ja, und da steht es 1-0. Tor für Schalke 04. Die Nummer 9. Felix Platte. Wer auch sonst? Wer auch sonst momentan? Ja, fast haben wir alles weg, was wir so verkaufen wollen. Es fehlen noch ein paar Leute. Fährmann, Uth und so, die sollen alle noch gehen. Oh, schön gelöst. Braunschweig. Ja, Quatsch. Der kriegt den Ball nicht weg. Und spielt den quasi so mehr oder weniger in Lauf, aber. Okay. Na gut, so vorkommen. Ich habe nur gerade auf die Durchsage ein bisschen mal geachtet. Aber ich find's cool gemacht, auf jeden Fall. Und das ist auch die erste Chance für den FC Saarbrücken. Krüger.
Ja, der kommt jetzt ein bisschen besser in die Partie. Mama! Gute Chance. 26. Minute war das. Auf jeden Fall schon 2-0 zu stehen. Na, wichtig ist erstmal hier wieder ein bisschen ranzukommen. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht im direkten Duell mit Unterharing vielleicht sogar wieder ein bisschen reinkommen in diese Saison. Wie gesagt, unser Ziel ist der Aufstieg. Und das wäre zumindest unter die ersten zwei zu kommen, wenn ich über die Relegation wäre, die ersten drei. Also das dritte ist so das Minimalziel, das wir kriegen müssen. Abseits. Okay. So, auf geht's. Ah, ich versuche jetzt gerade ein bisschen nach vorne. Und Tina Rettner, der ist klar die Nummer 1 ist, definitiv. Ah! Bisschen blöd weggekommen. Das könnte teuer werden. Jawohl. Und jetzt Krüger. Der mit Tempo geht. Und das könnte, hätte Kobylanski sein können. Aber schöner Konter trotzdem. Vierzigste Spielminute. Ah, kommt keiner mit. Krüger. Nicht in Position. Schön. Oh, schade. War vielleicht so gar nicht so. Ja, es steht nur 1-0, ne? Das ist halt das Problem. Und Saarbrücken ein bisschen besser im Spiel. So, ja. Nur 1-0 zur Pause, das ist noch ein bisschen sehr knapp. Ich gucke gerade mal, wie die anderen Zwischenstände sind. Die zeigen mir gerade gar nicht den Tabellenführer an. Na gut. Die Ergebnisse habt ihr gesehen und jetzt geht jetzt weiter mit dem nächsten. Mit der zweiten Halbzeit. So, Wechsel auf jeden Fall bei Saarbrücken. Und jetzt Platte. Ah, der kommt nicht rein. Uiuiui, ey Leute. Ja, die Verteidigung steht doch nicht so sattelfest, wie ich es mir so ein bisschen vorstelle. Vielleicht müsste ich mal noch einen neuen Innenverteidiger verpflichten. Ja, dann geh doch mal. Genau. Und jetzt. Platte! Aber zumindest steht der hier vorne drin und macht seine Buden. 0-2, 55. Minute. Passt das Ding. Und es ist jetzt mittlerweile Tor Nummer 7 in dieser Saison. Wie gesagt, der Treffer im ersten Spiel doch 4 Mal. Die Nummer 9, Felix Platte. Ja, der Stadionsprecher, der freut sich natürlich sehr.
Jetzt verhindert, der Keeper verhindert hier gerade den Hattrick. Sein zweiter wäre das gewesen in dieser Saison. So, jetzt kommt die Ecke rein. Ah, schade. Nächster Ball, Pieper. Der natürlich jetzt rausgeht, um die Flanke zu schlagen. Und Krüger verzieht. So. Dann bringen wir mal drei Wechsel rein. So, der Keeper legt sich den Ball hin, aber vorher, wie gesagt, hier gibt es die Wechsel noch. Ja, da gehen sie durch. So, Cialanu, Ludewig und Bonchuan für Kubilanski, Kolasinac und Krüger. So, einfach mal ein bisschen durchwechseln, mal den Jungs mal ein bisschen Spielpraxis noch geben. Schönes Ding, Mamba. Und da steht er, Bonchuan. 0:3 in der 66. Gerade ist gekommen und jetzt macht er sein Tor. Vorlage Mamba. Über den auch ein bisschen mehr läuft als über Spielmann vorher. Und da steht das 0:3 da. Can Bojdoğan, ich glaube, das dürfte sein erstes Tor sein. Ja, ist es auch. Passt, jedenfalls. So, weiter geht's. Ja. Kein Foul vom Schiedsrichter. Aber der Ball ist danach direkt wieder weg. Super. Ludewig! Und wieder verhindert der Keeper an ein Tor, ein Gegentor. Ah, war ein Versuch wert. Bojdoğan, ja, er hat schon getroffen, war hier das Tor, das macht er leider nicht. Ah, schade. Ja. Ja, Platte, der sagte, das war eigentlich kein Abseits. Schiedsrichter sagt aber doch, doch, das war welches. Und Schiedsrichter hat leider nur mal recht. Ah, mit ein bisschen Glück. Oh nein, das war's jetzt, oder? Ja. Diesmal war's richtig. Diesmal war es leider richtig, ja. Weil ich eigentlich anders geplant hatte. Ich wollte eigentlich Weiser unten noch mitschicken, der mitgelaufen war. Da habe ich ein bisschen gesehen, habe ich gedacht, oh, Stürmer läuft durch. Das kann noch funktionieren, aber Bojdoğan jetzt nochmal. Und das ist Tor. Das müsste sogar ein Eigentor gewesen sein. Jedenfalls steht es 4:0, aber es, ich glaube, es war noch ein Eigentor. Oder zählt der von Bojdoğan? Auf jeden Fall hat er eine gute Vorlage gemacht. Jetzt ist da außen gut durch. Und bringt das Tor rein. Und ich gehe davon aus, dass es tatsächlich ein Eigentor war. Oder war es der Stürmer? Ne, es war ein Eigentor hier. Sehen wir doch. Und der 14.
gut, er hat noch nicht getroffen. Mit der ja, er hier, 86. Minute, 4-0. Und wieder der Ballverlust der Saarbrücker. Und Mama, der ist schnell und das gibt die Karte definitiv. Das muss Minimum gelb geben. Und die gibt es auch. Und das war auch richtig so, weil Mama wäre durchgewickelt. Wäre da unten richtig weg gewesen. Und ich bin ziemlich froh, dass ich den gerade geholt habe für das Geld. Weil das bringt mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Wucht da außen noch. Danke an denjenigen, der mir diesen Transfer vorgeschlagen hat. Für das Geld definitiv möglich. Boah, so an! Jo, 0-5. Doppelpack. Yes! So. Ja, zweites Saisontor. Wieder Doppelpack gemacht und ein Tor vorbereitet. Und dann ist dieser quasi ungefährdete Auswärtssieg mit am Start. Jo, wunderbar, hat doch gut funktioniert. Und das ist sowas von verdient, wenn man mal auch die Spielstatistik sieht. Und hier sind die Ergebnisse. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Ach, der erste Auswärtssieg der Saison. Hat funktioniert. Was? Leider nicht überzeugen? Er hat gut eigentlich gespielt, hat viel Betrieb da außen gemacht und viel Unruhe besorgt. So. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Spiel. Endlich mal wieder ein bisschen Frust weggeschossen. Gut, in Braunschweig 5 gemacht, ich habe gegen Saarbrücken 5. Und auf einmal sind wir wieder ein bisschen mit dabei. Wir sind momentan 5 da. Und nur 2 Punkte hinter der Spitze, wenn ich es richtig. Oder wenn es sind mehr, ne? Der Tabellenführer dürfte 12 haben, wenn ich es richtig sehe. Nächstes Spiel ist gegen Halle. Tabellenführer ist dann 1000 momentan. Ja, 3 Punkte hinter der Spitze. Und wir sind voll mit oben bei der Geschichte dabei. Es wird eine durchaus interessante Saison, gerade mit den Absteigern. Da sind einige Teams. Also es werden einige auf jeden Fall in die Röhre schauen dieses Jahr. Das ist klar. Und ich hoffe nicht, dass das hier die Endtabelle ist, weil dann wären wir nämlich nicht aufgestiegen und dürften noch ein Jahr in der dritten Liga rumdümpeln. Mein Ziel ist es nämlich, diese Saison eigentlich so hoch wie möglich zu kommen. Sorry, ah, kein Wunder, der hat heute nicht gespielt. So. Sorry. Oh, Transfergebot für Ut. Celtic, möchte ich ihn haben. Brighton and Hove, Albion. Okay. Und Bougelab. Gizzes.
möchte ich nicht abgeben. So, gehen wir mal weiter. Also wir machen eine etwas längere Folge. Das ist halt einfach jetzt mal so. Ich glaube, ein Spiel haben wir noch und dann geht es Richtung Deadline. Paris hat sich jetzt. Oh, Iñaki Williams geholt, okay. Ja, Halle, Sache. Ein Spiel haben wir noch vorher. Gegen den Tabellenvierten. Also, das ist auch wieder so ein Top-Spiel. Das müssen wir eigentlich gewinnen. Ist gut verkauft, leider. Muss ja leider. Muss ja gehen. Und für, 19, für rund 19 Millionen geht es ja da zu Brighton & Hove Albion. So, dann kann ich jetzt mal kurz gucken, wie mein Transfer. Wegen Spielern. Also nicht neue Spieler holen, das war jetzt eigentlich nur Ersatzspieler. Aber ich möchte gerne nochmal neue Nummern. Nochmal neue Nummern klar machen. So, die 7. Die kriegt jetzt schon Bots zu an. So. Es sind noch ein paar Namen, die jetzt definitiv gehen müssen, gehen dürfen. So, gucken wir mal noch rein schnell. Wills holt sich noch einen Spieler. Interessant, Weindauer, ja. Oh, Transfergruppe für Kabak. West Ham United, okay, das ist auch wieder so ein Spieler, der gehen darf. Ja, dann wird das 25 Millionen, das gehe ich nicht mit, das ist mir zu teuer. Gut, nächstes Spiel gegen Halle und dann geht's hoffentlich wieder ein bisschen Schritt nach oben. Wir sehen uns dann wieder, bis morgen um 18 Uhr.